Schamosch, liebe Mann, willkommen zurück zu einer Folge Backen. Hieß aber geschehen, wir Hühnchen auf den Arsch. Aber jetzt erst spielen wir noch eine Runde Undertale. Ja, ich muss jetzt etwas leiser reden, warum auch immer, das geht euch nichts an. und jetzt das Traurige noch: Hier werden uns immer noch alle unsere Freunde angezeigt, das ist so fucking verstörend. Und hier der freie Platz übrigens, ich weiß nicht, wem der gehört, warum da niemand ist, wahrscheinlich erst Real. Weil der ist hier wirklich der einzige, wie schon gesagt, den man nicht hier retten kann. Oh Gott, die Hintergrundmusik. So abartig. Gruselig. Na gut. Oh, genau, stimmt. Hier drin war ja noch eine Waffe. Use the books. Yo, Tough Glove. Oh yeah. Dann hier Info. Ja, komm. Sehen wir das einfach mal an. Use. Und hier das Toy Knife. Info. Weapon. 3. Okay, dann droppen wir das mal. Gedroppt wie ein gedropptes Toy Knife. Oh yeah. Hä? Ja, das ist Snowdrake. Den müssen wir jetzt leider umbringen. Ja, stimmt. Hier muss man mehr als drücken. Oh, ich hab ganz vergessen, wie das funktioniert. Chill out. Hahaha. Das Comedian. Au. So. Snow. Hä? Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Dang it. So. Jetzt aber. Bam. Yeah. Oh Gott, das ist Musik. Macaroni und eingefrorenes. Oh Gott, er fällt schon auseinander. Nee. Oh Gott. Das tut so weh. 15 verbleiben. Und jetzt guckt euch hier die Gegner an, die jetzt kommen. Oder jetzt hier der Snowdrake-Ersatz. So, Sans, wann zeigt sich dieser Mensch? Ich möchte meinen Sonntags-Abestanzug anhaben. Oder zumindest meinen Dienstags-sehr gut Anzug. Hast du nicht eigentlich nur ein Outfit? Oh ja, aber ich könnte mein Haar stylen. Oh Gott. Oh, richtig. Gute Idee. Sag, warum guckst du nicht nach hinten? Erkennen die uns jetzt eigentlich als Mensch? Weil... Oh Gott, es tut so weh, dass wir den Pyrus auch demnächst töten müssen. Sans, oh mein Gott. Mir geht's schwindelig. Worauf gucke ich? Mir ist schwindelig, wer mir da auch? Pass auf. Ja, das ist der Stein. Oh mein Gott. Warum sagst du mir, dass ich auf einen Stein gucken soll? Hey, was ist das da vor dem Stein? Oh, dass hier aber noch so viel Humor drin sein kann. Oh mein Gott, ich habe keine Idee, was es sein soll. Nun, es ist kein Stein. Ja, die identifizieren uns wirklich nicht als Menschen. Kein Stein? Oh nein. Der Prozess von der Vernichtung. Das bedeutet, es sei Mensch. Mensch. Bereite dich vor. Für hohe Hürden. Und für niedrige Hürden, Gefahren, Puzzles, Capers und Japers, keine Ahnung, was es sein sollen, darauf gefangen zu werden und andere Arten von spaßigen Aktivitäten. Auffrischungsmittel wären besser, wenn du dich traust. Yeah. Und du hast nicht mal ein Auge zugekniffen, ne? Gott, die Musik ist so verstörend. Hier wieder bei Paris Century Station. Da ist eine Nachricht auf der Cardbox. Du guckst dir die gut gebaute Sentry Station an. Wer könnte das hier gebaut haben, fragst du dich. Ich wette, es war dieser sehr berühmte Mandaroyal Garde. Notiz, noch nicht sehr... weder berühmt, noch ein Mitglied der Royal Guard. Oh Gott, bitte. Okay, Ice Cap. Den müssen wir jetzt leider auch töten. Peng, 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 peng. Woom. Oh, wie traurig, das war ja One-Hit. Oh. Absolut keine Bewegung! Oh. Den müssen wir jetzt auch töten. Hat sich irgendetwas bewegt? War das meine Einbildung? Ich kann nur bewegende Dinge sehen. Hey, ich kann plötzlich nicht aufhören zu zittern. Wow, wer ist da? Ja, er spürt praktisch schon, wie böse wir sind. Das ist... so abartig traurig. Beweg dich kein Inch. Doggo.
will dich nicht umbringen. Und wir haben noch ein weiteres Love Booker. Oh Gott. Weiter geht's. Hui. Was war da oben nochmal? Oh Gott, nee, ich erinnere mich, was da oben war. Der Schneemann, jetzt guckt euch etwas ganz Trauriges an. Hallo, ich bin ein Schneemann. Ich kann mich nicht bewegen. Reisender, wenn du könntest. Du hast ein Schneemannstück bekommen. Ja, jetzt ist etwas kaputt. Normalerweise gibt uns das ja freiwillig, aber wir haben es jetzt komplett genommen. Du trägst zu viele Items. Ja, die Schneemannstücke hier heilen 45 HP. Bitte nimm dich mit dies mit zum Ende der Erde. So, und die werden wir noch brauchen. Ja, den Spinnendonut haben wir dann gegessen und den... Ja, komm, die Monster-Candies, die brauchen wir eh nicht. Oh mein. Oh mein Gott, was tust du? Da wird später nichts mehr von mir übrig sein. Du hast ein Schneemannstück bekommen. Ja. Hör auf, bitte. Du hast das Schneemannstück bekommen. Ja. Ein nutzloser Haufen Schnee. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch daran, was man hier True Pacifist bekommen hat. Nur ein Stück, das hat zwar was geheilt und der Schneemann wurde böse, wenn man was gegessen hat, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr. Und hier konnte man einfach den kompletten Schneemann nehmen, Genos. Das ist so traurig. Und dieses Stückchen Schneemann werden wir noch brauchen. So. Der ist wirklich schade, dieser Mensch. Kenne ich diese Person etwa? Du kennst sie nicht. Wen könntest du noch? Natürlich. Ich weiß, wen ich weiß. Ich weiß, wen ich kenne. Ich wollte nur wissen, ob du weißt. Dass ich weiß, dass ich so viel weiß, wie ich weiß, dass ich weiß, wen ich weiß. Weißt du? Oh Gott. Oh, oh, der Mensch ist angekommen. Um dich nur zu stoppen. Haben mein Bruder und ich ein Puzzle kreiert. Ich denke, diesen hier wirst du etwas schockierend finden. Wie du siehst, ist unsichtbar. Du musst wirklich einen Schock haben. Siehst du, wo ich herkomme? Ist es eine Tradition, dass man sich ohne Grund durch schauerhafte Puzzles quält? So, nun geh einfach zurück und... Ach ja, ich konnte hier übrigens keine Wing machen. Das ist die Chera, die ja wirklich den Körper wieder übernimmt. Weil Chera beginnt im Laufe des Spiels, immer man tötet, immer mehr den Körper zu übernehmen. Also storymäßig, nicht so während des Kampfes oder so, sondern storymäßig wirklich. Warum konnten wir keinen Menschen bekommen, der Puzzles mag? Oh. Es würde meinen Bruder wirklich glücklich machen, wenn du mitspielst. Sorry, Sense. Vielleicht in einer anderen Timeline. Hier ist das Game of Ball. Ja, komm. Das schaffen wir. Komm. Wir ballen den Ball in das Ballloch. Dann lass es. Komm. Scheiß drauf. So, dann. Hier. Seins. Yes. Ach so, ja, das hatten wir schon. Ich habe keinen Bock, das wieder hier durchzulesen. Ja, noch eine traurige Sache. Was heißt so traurig? Einfach nur witzig. Hier im True Pacifist war das hier ein Schneedreieck. Hier steht einfach nur, dass ein Schneeball ist. So, das heißt auch, dass hier unsere Wut, unsere Aggression, alles hier in dem Spiel jetzt hier unser Hass, auch unsere Sicht auf die Umwelt bedeckt oder sowas halt in der Art. Mensch, ich hoffe, du bist bereit für... Sans, wo ist das Puzzle? Es ist genau da, auf dem Boden. Vertrau mir. Es gibt keine Möglichkeit, dass er da durchkommt. Ich kann mich bewegen. Kann ich jetzt... Komm. Einfach nur für den Joke. Das ist eines der wenigen guten Sachen, die wir machen konnten. Was zur Hölle? Er hat es nicht geskippt. Ich hab dir gesagt, jeder mag Wortpuzzle. Oh mein Gott. Ich kann nicht in diesem Umfeld arbeiten. Ich glaube, trotz allem magst du Wortpuzzle, oder? Das meinst du, kannst nicht so böse sein. Oh, haben wir uns jetzt hier mit den Genocide zerstört? Ne, erkennen wir jetzt hier an. Okay, 14 verbleiben. Okay, haben wir nicht gut. Oder halt nicht gut. Könnt ihr entscheiden. Und, ja, das...
Ja, ja, das kennen wir ja schon. Übrigens, witzigerweise sind hier alle Puzzle schon gelöst im Vorfeld. Oder die sind gar nicht erst aufgebaut. Hier ist es mit Lianen bedeckt oder sowas, wie auch immer ihr es euch übersetzen wollt. Das heißt mit anderen Worten so viel wie, dass Flowey uns hier jetzt durchhelft. Wir haben ja schon herausgefunden, dass sie uns hier durch das ganze Spiel verfolgt. Was dann nochmal dein... Ja, so. Bam. Oh, Lesser Dog. Ich erinnere mich noch an letztens, wie wir dir den Hals lang gezogen haben. Es ist so wie dich jetzt umbringen zu müssen. Jedenfalls sind die ganzen Puzzle hier schon gelöst. Hä? Was war das gerade? Egal. Oh, Dogami und Drogressor. Was ist dieser Geruch? Wo ist dieser Geruch? Nee. Wenn du ein Geruch bist, identifiziere Jus Melf. Okay, ich hab die Stimmen komplett verkackt, Leute, sorry. Da ist dieser seltsame Geruch. Er will mich zum Töten bringen. Dich töten! Dogami und Dogressor, sorry. Sorry. Dogami? Ich sag noch ein paar Mal sorry. Sorry. Okay, man kann es auch übertreiben mit dem Sorry. So, bäh. So, das erste Runde Paar von zwei, das wir umbringen. Aber krass, wie wenig Schaden wir denen machen. Das sind schwieriger als... Ja, Toriel. Ich werde dich in der Hälfte durchschneiden. What the fuck, wie kann sie das machen? Die hat doch... Hä? Wie? Na gut, egal. Ach, das... Okay, ich hab das Lesen verkackt, sorry. So. Traurig, wie wenig Schaden die uns hier wirklich machen, obwohl die uns treffen. Du hast gewonnen, 60 XP und 50 Gold. So, ich muss kurz einen Schluck trinken. Boah, ich freue mich schon so darauf, wenn das ja alles zu Ende ist und wir endlich das Happy End bekommen können. Traurig, ich mag diese Puzzle hier. Jetzt können wir die nicht mal mehr lösen. Ja, Leute. Seht euch einfach, wenn ihr das nicht mögt, das Let's Play bis hier an und so, dann... Hey, das ist der Mensch. Du wirst dieses Puzzle lieben. Es war gemacht vom Großen. Bist du ernst? Papyrus, Hilfe! Nee, Sans, Hilfe! Sie gehen immer durch meine Puzzle durch. Die sollten es mich ihnen eigentlich erklären lassen. Dann sollten sie darunter leiden. Nun, vielleicht mögen sie es nicht. Jeder mag es. Was ist mit anderen? Hast du nicht auch Puzzle? Sie hasst Puzzle. Aber sie liebt James. Was sind James? What the fuck? Das macht Sinn. Mensch, was denkst du dir eigentlich dabei? Puzzles oder James? Okay. Das ist normal der Part, wo du mir entweder zustimmst oder nicht zustimmst. Und je nachdem, wie du antwortest, sagen wir etwas Großartiges als Antwort. Hier, warum tust du dieses Puzzle nicht selber? Oh. Das tut weh. Okay, das unlesbare Sauklaue ist hier wieder der Metaton. Die Maschine funktioniert. Okay, die Maschine funktioniert nicht. So. Hey, Puzzles könnten spaßig sein, wenn sie ausprobierst. Oh, Sans. Sorry. So, wieder das hier. 13 verbleiben. Ja, hier ist das mit den ganzen Snowpuffs. So, kennen wir schon. Aber ich möchte das Gold, auch wenn das Gold eigentlich fast irrelevant ist, so viel wie wir haben. So. Ja, das war schon. Jetzt kommt hier der Dog. Ja. Was, was? Ich bin ein Hund.
benutze das gerade. What the fuck? So. Sorry, Chera hat ja durch mich gesprochen. Oh Gott. Das arme Vieh. Das. Ich habe ganz vergessen, dass es auch angreifen kann. So. Ist eigentlich sowieso irrelevant, ob wir nun getroffen werden oder nicht. Wir machen einfach so wenig Schaden. Stats. Ja, das nächste bekommen wir in 16 Spiel, also das heißt so ziemlich beim nächsten Kampf. So, kommen dann burnen wir jetzt die Monster Candies weg, die sowieso nichts können. So. Ja, und dann sind wir jetzt gleich durch diesen Part hier durch. Dann müssen wir gerade noch die ganzen Kills machen, dann gegen Papyrus kämpfen. Human. Mensch. Das ist dein letzte und gefährlichste Challenge. Achtung. Gauntlet? Die Gauntlet des tödlichen Terrors. Denk wieder der einen jungen Doc. Wenn ich das Wort sage, wird es sich komplett aktivieren. Kanonen werden... Ja, das kennen wir schon. So. Bist bereit, weil ich bin dabei, es zu tun. Ja, und hätte der Papyrus das jetzt gemacht, wäre... Ja, wäre die Timeline wahrscheinlich schon zu Ende. Wäre der Genocide nicht möglich, aber er macht es nicht. Nun, worauf wartest du? Warten? Was für ein Warten? Ich werde es jeden Augenblick aktivieren. Tu es bitte einfach, damit wir den True Pacifist spenden können. Das sieht nicht so aktiviert aus. Nun, die werden wahrscheinlich sowieso einfach durchgehen. Und es wird überhaupt keinen Spaß machen. Also, ist dieses Menschending einfach nur unnötig? Nun, ich würde ihn wirklich gerne fangen, damit ich ein berühmter Reugardsmann werde. Aber, jedes Mal, wenn ich etwas in dieses Puzzle tue, wenn ich eines dieser Puzzles kreiere, ist es, als würde ich eine Geburtstagsparty machen. Ohne Fein und Feuer? Genau, es ist sinnlos. Vielleicht bist du richtig, liegst du richtig dabei, wenn du faul sein sollst mit dem Puzzeln. Ich? Mit irgendwas recht haben? Wirklich? Ja, das ist, was ich gesagt habe. Du bist immer noch komplett falsch. Ich habe einfach nur das falsche Publikum. Ich denke daran, wie viel mehr Spaß es machen würde, wenn Andal hier wäre. Flammen, Gewalt, das ist genau das, was sie will. Also werde ich dieses Puzzle nicht an dir verschwenden. Ich würde es einfach nur bevorzugen. Ich würde es einfach nur den Freunden geben, die ich bereits habe. Oh, richtig. Noch eine wichtige Lektion in deinem Leben. Hä? Okay. So. Ich glaube, wir brauchen deine Hilfe nicht, oder damit es uns gut geht. Sage, ich habe nachgedacht. Es sieht aus, als würdest du meinen Bruder sehr bald bekämpfen. Und jetzt kommt's. Hier ist ein freundlicher Tipp. Wenn du den Weg weitergehst, auf dem du jetzt bist, wirst du eine schlechte Zeit haben. Wir sind hier jetzt noch im Neutral, oder? Steht jetzt, wenn wir speichern? That Comedian. Ja, das ist hier ein Bug von dem, ja, vom Spiel halt. Das ist so, wie es sein sollte. Genau so, wie es sein sollte, Leute. Also, nee, ist nicht so, wie es sein sollte, aber es ist alles okay. Wir sind noch im Genocide und alles. Es ist einfach nur, da sollte eigentlich stehen, That Comedian, wenn wir den Snowdrake aus Versehen nicht schaffen umzubringen, dann steht das dort. Und durch den Bug kommt das hier immer, sobald man einen gewissen Punkt erreicht hat. Aber unser Genocide ist nicht broken. Diese Frau darüber sieht heute glücklich aus. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie bringt sie mich zum Zittern. Ja. Dann. Würde ich mal sagen, werde ich jetzt hier offscreen gerade alle töten, die wir noch umbringen müssen. Und dann sehen wir uns hier später wieder. Bis später. Also ja, für euch werden es nur ein paar Sekunden sein, weil ich ja einen Cut mache. Die Folge ist nicht beendet. Bis gleich. Jo, Leute. Das ist jetzt krass. 3 Gegner auf einem Scheiß. Jedenfalls, was ich euch so zeigen wollte, jetzt der Jerry. Der ist extrem stark. Ja, ich werde den Kampf jetzt aufnehmen. So.
Ice Cap machen wir jetzt gerade, der ist ja easy. So. Ja, easy. Dang it. So. Dann Ice Cap wäre besiegt. Boom. Wir mussten einmal tippen. So. Dann zeige ich euch jetzt mal hier eine Sache an Jerry. Und, ja, hier. Riecht nach eisriechendem Body Spray. So, hier der Chilldrake, der ist Snowdrakes Freund und der kommt nur, ja, wenn wir den Snowdrake getötet haben. So, ja, und dann zeige ich euch jetzt gleich, oh Gott, macht sie extrem laute Musik an. Ja, und dann zeige ich euch nachher noch was an dem Jerry, etwas, das extremst krass ist. So, ja, Chilldrake fällt schon auseinander. Wieder sehr traurig. So. Ja, und jetzt guckt euch den Jerry an. Ja, und jetzt zeige ich euch hier was. Jerry, 20 Defens, 20 verdammte Defens, die Defens von einer Tammy Armor. Das ist krank. Und selbst wenn er keinen Schaden macht, ist er extrem nervig. Und das sollte er einfach nochmal damit unterstreichen, dass er eines der nervigsten Charaktere des Spiels ist. Wenn ihr das nächste Mal in einem Deine Mutter Battle seid, dann sagt's nicht, deine Mutter ist so fett, dass keine Ahnung was noch was. Dann sagt, deine Mutter ist sogar noch nerviger als Jerry. Wenn irgendjemand dann fragt, was bedeutet, dann sagt einfach, spielt Undertale im Genocide. So. Ich werde dann jetzt hier die Kills weiterfahren. Wobei, nee, komm, den töten wir noch. So, und danach werde ich hier wieder cutten zum Kills weiterfahren. Aber Jerry ist sowohl nervig im Genocide als auch im True Pacifist. Na gut, gewonnen. Und wir haben jetzt ein weiteres Love. Wir sind jetzt bei Love 8. Na gut, bis dann, Leute. Bis gleich. Ja, hier noch etwas. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier normal ist oder ob das jetzt hier einfach nur ist, weil nur die beiden gekommen sind. Jedenfalls kommt der Chilldrake jetzt auch nicht mehr, weil wir den getötet haben. Sehr traurig. Okay, Leute, ich habe mich geirrt. Snowdrake ist noch da. Hä? Snow... Okay. Egal, denken wir nicht darüber nach. Snowdrake ist irgendwie wieder da. Snowdrake ist wieder am Leben. Ah, das war ein Anzeigefehler. Das ist Chilldrake. Hier steht nur Snowdrake, warum auch immer. Ja gut, ist doch Chilldrake und er lebt aber trotzdem doch noch, also habe ich mich wirklich geirrt. So, oh, ich habe hier auf die falsche Taste gedrückt, sorry. Ah, da haben wir sie, die But Nobody Came Nachricht. Determination. Und jetzt gucken wir uns an, was es hier Neues gibt. But Nobody Came. Hier. Können lesen. Das ist eine Notiz. Bitte tu meiner Familie nicht weh. Wir können uns jetzt Sachen nehmen. Ja, das glaube ich haben wir schon. Das Manly Bandana. Ja. Und wir können uns hier unendliche Biscuits und Cinnamon Buns holen. So, komm. Da holen wir uns mal ein paar mit. Exit. Oh, genau. Und stehen können wir auch noch. Das ist so traurig. Du hast 758 Gold von unter dem Counter genommen. Ja, es war ja, glaube ich, sogar die Menge, die wir an Geld hatten, glaube ich. Könnte sein, dass er danach entscheidet. Ja gut, dann usen wir mal das Manly Bandana. Speichern nochmal Determination. Ja, im Inn können wir nicht mehr hingehen. Die hat ja noch sein Kind da gelassen, wie er denkt. Es ist nur eine Puppe. Ja, so viel dazu. Da können wir nichts mehr machen. Wir können auch hier interessanterweise nicht eigenständig hochgehen. Keine Ahnung warum. Das sieht nicht mal sehr abgeschlossen aus und die komplette Stadt ist leer. Alles evakuiert. Abgesehen von dem Vieh hier, dem Monsterkids. Ja, jeder ist weggerannt, hat sich irgendwo versteckt. Mann, Erwachsene können manchmal so dumm sein. Wissen sie nicht, dass anderen hier ist, um uns alle zu beschützen? Dann müssen wir auch noch töten. Ja, hier sind wir jetzt bei Grillbees. Ja. Ja gut, gehen wir weiter. Gibt es hier oben noch was? Ja, die Steine sind ja auch weg.
Oh, kommt der Stimme? Ah, Knock Knock, keine Antwort. Okay, daran hat der Tobi also auch gedacht. Selbst hier der Wolf ist weg und interessanterweise kommen jetzt keine Eisblöcke mehr durch. Hier oben, ach, oh. Oh, wir bekommen hier noch einen auf Ringring. Hallo, kann ich mit G... warte eine Sekunde, das ist die falsche Nummer. Oh, so. Okay, gut. Wenigstens, das kommt hier noch. Normal. Auch wenn das hier komplett überhaupt nicht in die Atmosphäre gepasst hat, wie man so halt sagen muss. Denn die Librarby. Gibt es noch irgendetwas anderes? Das habe ich bis jetzt noch nie untersucht. Nö, scheinbar nicht. Ach, können wir eigentlich... Bei welchen Schlüssen hatten wir letztes Mal? Nee, haben wir, okay. Oder also mit geresettet, schade. Wäre ansonsten aber auch zu witzig. So. So. Fällt mir ein, wir wissen ja eigentlich das Passwort noch, weil wir keinen richtigen True Reset gemacht haben. Was passiert eigentlich, wenn wir am Ende der Judgment Hall das dann dem Sand sagen? Weil die meisten von euch wissen ja schon, der letzte Gegner wird er sein. Warte, ich trinke gerade was. Halt, Mensch. Ja. Hey, hör auf, dich zu bewegen, während ich mit dir rede. Ich, der große Papyrus, habe ein paar Sachen zu sagen. Zuerst, du bist ein freakiger, seltsamer Typ. Du, es ist nicht nur so, als würdest du nicht nur Puzzle mögen, aber die Art, auf der du von Ort zu Ort gehst, die Art, auf der deine Hände immer im Puder bedeckt sind. Ja, ich glaube, ihr wisst, was im Puder. Ja. Der Staub von den verstorbenen Gegnern. Es fühlt sich an, als ob dein Leben einen gefährlichen Weg entlang geht. Wie auch immer, ich, der große Papyrus, sehe großartiges Potenzial in dir. Jeder kann eine großartige Person sein, wenn er es einfach nur versucht. Und ich muss es nicht mal versuchen. Yeah. Hey, hör auf, dich zu bewegen. Das ist genau das, worüber ich geredet habe. Mensch, wenn du denkst, du brauchst irgendeine Hilfe, dass jemand dich auf dem richtigen Pfad halten muss, dann fürchte dich nicht. Ich, Papyrus, werde glücklich dein Freund und Lehrer sein. Ich werde dein Leben wieder auf die richtige Wiege, auf die richtige Straße bringen. Ich sehe, du kommst näher. Die Hintergrundmusik. Ah. Tust du mir etwa eine Umarmung der Akzeptanz anbieten? Wow. Oh Gott. Mein Unterricht hilft bereits. Ich, Papyrus, werde dich mit offenen Armen willkommen halten. Gibt's irgendeinen Check? Papyrus, 5 Attacke. 5 Defense. Vergessbar. Huh. Ja, an der Stelle können wir ihn jetzt sperren, auch wenn wir es nicht sehen, weil ich ja das Sperren ausgeschaltet habe. Ja, würden wir jetzt aufhören, gibt und wenn wir mit ihr und wir ihn daten, würde uns noch einen kleinen Tipp darauf geben, dass er eventuell Geisterblaster hat, mit der Aussage, hier sind deine Attacken, die ich nicht gegen dich eingesetzt habe. Ich bin mir sicher, würde ich sie eingesetzt haben, würdest du weggeblastet werden. Wie halt in Geisterblaster drin. Deshalb kann man davon ausgehen, dass halt eines der Attacken sind, die er zurückhält im True Pacifist Mode, weil er uns dann nicht umbringen möchte, sondern einfach nur gefangen nehmen. Ja, wir müssen es leider tun. Oh, falsche Taste. Fail. Wollte ihn mit X angreifen, anstatt mit Z. Ja, wir machen schon extremsten Schaden. Hier fällt jetzt sein Kopf runter. Gut, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Aber immer noch glaube ich an dich, dass du es ein bisschen besser kannst. Selbst wenn du nicht so denkst. Ich verspreche. Oh, Papyrus. Das hat wehgetan. Aber what the fuck, der hat uns keine XP gegeben oder sowas. Ja, hier das Schneegestöber hört jetzt übrigens hier komplett auf. Auch interessant. Nö, der hat uns wirklich überhaupt nichts gegeben. Lol. Ja. Und das ist noch das Interessante an ihm. Selbst als wir ihn praktisch getötet haben, als er nur ein Kopf war und nicht mehr, hat er noch an uns geglaubt. Und das ist eines der Gründe, warum Papyrus ja eines der willensstärksten und nettesten Personen im gesamten Spiel ist. Was sagt er? Ja!
Du schleichst dich auch aus, um sie zu sehen, oder? Awesome! Sie ist die coolste, richtig? Ich möchte genauso wie sie werden, wenn ich erwachsen bin. Hey, sag nicht meinen Eltern, dass ich hier bin. Deine Eltern sind geflüchtet. Es ist seltsam ruhig. Ja, und die meisten Blumen hier, außer eine, glaube ich, geben uns überhaupt keine Aussage, wenn wir mit ihr reden. Ja gut, ich denke, das wär's dann wieder mit dieser Folge. Bis dann, Leute. Ciao.